gemacht, von dem man sich große Dinge verspricht für die Zukunft. Einige sagen, ein Maradona-Nachfolger, das ist vielleicht momentan noch ein bisschen zu viel. Auf alle Fälle ein Mann mit sehr viel Talent. Und ich begrüße bei uns Sergio Fabian Zárate. Sie sehen, der 1. FC Nürnberg hat ein ziemlich starkes Gewicht in dieser Sendung. Wir wollen aber natürlich nicht vergessen, dass ja die Deutschen Viererbob-Weltmeister wurden. Nun mögen einige denken, da wird ja nur noch gesächselt oder thüringisch gesprochen. Stimmt nicht. Ein Bayer war dabei, als Gold eingefahren wurde am Sonntag in der Viererkonkurrenz. Und ich freue mich, dass er heute hier ist. Christoph Langen. Ja, und dann haben wir noch einen hier, der will uns ein bisschen Fußballzauberei vorführen und er möchte einen Weltrekord aufstellen. Dazu ein bisschen später mehr. Ich begrüße bei uns Alfred Reindl. So, das sind so die Aufwärmübungen vom Alfred. Er macht sich jetzt fit für seinen großen Auftritt. Wie gesagt, es steht ein Weltrekord an, ob wir den schaffen, weiß ich nicht. Er hat gesagt, er ist gut drauf und er wird es irgendwie packen. War in Italien dabei bei der Fußball-Weltmeisterschaft und wird heute Abend ein bisschen was zeigen. So, jetzt beschäftigen wir uns erstmal mit dem 1. FC Nürnberg, der Dieter Eckstein, neue Nürnberger, wieder. Wie ist es denn jetzt wieder zu Hause in der Norris? Ja, ich fühle mich gut, also das hat man ja auch am Samstag gesehen beim Spiel. Wenn das Umfeld stimmt und die Kameradschaft stimmt, dann stimmt es auch im sportlichen Bereich und ich bin wieder froh, in Nürnberg zu sein. Haben Sie sich damals, ich glaube es war vor etwa 2,5 Jahren, als Sie nach Frankfurt gingen, vorstellen können, dass Sie jemals wieder zum Club zurückkommen? Nee, also ich persönlich muss ich sagen, nicht. Nee. Also es war für mich am Anfang auch ein bisschen überraschend, aber letztendlich habe ich mich für Nürnberg entschieden, weil ich doch irgendwie mit dem Herz immer noch an Nürnberg hängen bin. Meine Familie war froh, dass ich wieder nach Nürnberg gegangen bin, ich selber auf jeden Fall und Gott sei Dank hat es geklappt. Und er hat ein tolles Tor geschossen. Es war ja so, es fielen ja alle Spiele am Samstag aus, bis auf das Spiel des 1. FC Nürnberg. Und da haben sich einige schon gefragt, warum war das? Zum einen muss man sagen, gibt es in Nürnberg unheimlich viele Helfer, die fleißig waren und wirklich aus diesem Schneefeld einen Rasen gezaubert haben. Und zum anderen war Schiedsrichter Delving wohl seiner ballettmäßigen Schulung in früheren Tagen in der Lage, wirklich ganz lautlos über den Rasen zu schleichen. Lambert Dinsinger war dabei. Das Spiel findet statt. Der Wunsch des Clubtrainers Ari Hahn ging in Erfüllung. Seine Mannschaft war heiß auf dieses Spiel. Schiedsrichter Hans-Peter Delving inspizierte am Samstag um 11 Uhr den Platz und bewies Fingerspitzen, besser gesagt Zehenspitzengefühl. Überschäumende Freude beim Club. Zwei wichtige Punkte wurden gewonnen. Am Samstagmorgen sah es noch düster aus, aber der Einsatz von 150 freiwilligen Helfern des Technischen Hilfswerkes und des Gartenbauamtes ermöglichte die Durchführung dieser Partie. Fürsorglich Kapitän Thomas Brunner. Als Abwehrspieler hält er das Tor von Andi Köpke sauber. Es ist übrigens nur ein Gerücht, dass Brunner aufgrund dieser Tätigkeit einen Muskelkater bekam. Missmutig, aber rechtzeitig erreichten die Wattenscheider per Zug und Bus 50 Minuten vor Spielbeginn das Stadion. Und man nimmt dann an, wenn vielleicht ein Flieger nicht geht, dass dann auch normal ein Fußballspiel vielleicht auch ausfällt. Im Grunde, kann passieren. Die Nürnberger in den schwarzen Hosen wollten spielen und dank der Helfer konnten sie auch spielen. Der Rasen war ebenso grün wie das Auftreten der Clubakteure zu Beginn der Partie. Das Zehenspitzengefühl des Schiedsrichters vermissten die knapp 20.000 Zuschauer bei Vlado Casalo. Dafür staunten sie umso mehr über den Ex-Nürnberger Semi Sane. Was ihm bei seinem alten Verein nur selten gelang, zeichnet Sane jetzt aus. Torjägerqualitäten. Sergio Fabian Zárate versucht nun beim 1. FC Nürnberg sein Glück. Der Neuzugang aus Argentinien musste sich zunächst gegen die vielen Vorschusslorbeeren behaupten. Dies gelang auf Anhieb.
Spätestens nach dem Freistoß von Dieter Eckstein zweifelt keiner mehr an Zarates Fähigkeiten. Das erste Tor und die Euphorie ist grenzenlos. Als Mini-Maradona wird der 22-Jährige bereits bezeichnet, aber aufgepasst, denn schnell verliert man den Boden unter den Füßen. Aber beim Fußballspieler ist nicht die Körperlänge entscheidend. Jörg Dittwar gleicht diesen Unterschied mühelos aus. Die weiblichen Fans haben Sergio Fabian Zarate längst in ihr Herz geschlossen. Und wie gefallen ihm die Mädchen hier? Sehr gut, sehr gut. Mit den Neuzugängen kam das Selbstbewusstsein. Nach einem Rückstand war für den Club zumeist die Partie verloren. Jetzt ist dies anders. Bestes Beispiel Marc Oechler, der Schütze zum 2:1. Nur eine Minute nach dem Ausgleichstreffer. In den Trikots der 20er Jahre finden die Nürnberger zu ihrer alten Stärke zurück. Hans Dorfner, der ruhende Pol im Mittelfeld, schickte mit einem 40-Meter-Pass Marc Oechler auf Erfolgskurs. Ja, also wir waren voll auf das Spiel eingestellt. Wir wussten, um was ging. Und ich glaube, die Mannschaft hat auch alles gegeben heute bei mir. Ich habe die letzte Viertelstunde dann raus muss, weil ich ganz einfach kräftemäßig am Ende war. Und ich bin sehr erfreut, dass wir 4:2 gewonnen haben. Wer Marc Oechler und seine Teamkollegen beobachtete, erkannte sofort, wie gut Ari Hahn seine Spieler auf diese Begegnung eingestellt hatte. Hahn bezeichnete diese Partie als Endspiel und dementsprechend kämpften die Nürnberger. Hoffentlich war dies nicht das letzte Mal. 17 Spiele sind noch zu absolvieren und da kann es leicht zu Abstimmungsproblemen kommen. Hoppla, der Ball ist schneller, als man glaubt. Also aufgepasst, so wie Dieter Eckstein und Hans-Jürgen Heidenreich. 3 Tore innerhalb von 4 Minuten. Für den Club Bescherung in der Fastenzeit. Ich meine, langsam bin ich ja nicht, aber es ist ganz gut gelaufen. Es ist psychologisch wahrscheinlich gleich erste Minute oder zweite Minute, wo ich marschiert bin. Der hat Schwierigkeiten gehabt, der Sobi, glaube ich, war es, mit dem Platz, auch mit den Stollen und so. Und ich habe einen sehr guten Stand gehabt. Also. Und wenn ich die Chance gehabt habe zum Vorbeisausen, dann bin ich natürlich vorbeigesausen. Sausen musste auch der Platzwart, denn nach 45 Minuten begann es wieder zu schneien. Aber die Fans störte dies wenig. Endlich spielte der Club wieder so, wie es sie sich wünschen. Ist doch bloß super. Und ich wünsche mir, dass wir mal ein paar Tore mehr machen, dass wir mal wieder so richtig Erfolgserlebnis haben, wenn man es gewinnt ist. Weil wenn wir am Club hängen, dann will man auch, dass er gewinnt. Und ich denke, dass es aufwärts geht. Es geht aufwärts und vorwärts, auch dank Hansi Dorfner, der weiterhin von Pech und unfairen Gegenspielern verfolgt wird. Das Foul von Werner Moser ist für mich bewusste Körperverletzung. Die Bodenverhältnisse waren nicht die Ursache für diese verantwortungslose Attacke. Moser bekam nur Gelb. Dorfner schied verletzt aus. Wo bleibt beim Strafmaß die Gerechtigkeit? Die Gäste erkannten die Verunsicherung der Klubspiele in der zweiten Halbzeit. Die Nürnberger spielten nicht mehr, sie kämpften nur noch und Uwe Ciskale nutzte diesen Umstand zum Anschlusstreffer. Im Schneetreiben verloren beide Teams die Orientierung. Schiedsrichter Hans-Peter Delving versuchte den Überblick zu bewahren. Die rote Karte für Jörg Sobig, nach diesem Foul an Hans-Jürgen Heidenreich, sicherlich eine Konzessionsentscheidung. 11 Nürnberger gegen 10 Wattenscheider, aber Ari Hahns Flehen wurde erst eine Minute vor dem Abpfiff erhört. Martin Wagner schickte Dieter Eckstein. Und was den Eckes in Frankfurt in 17 Spielen nur einmal gelang, glückte dem Heimkehrer in gewohnter Umgebung auf Anhieb. Ari Hahn wurde doch erhört. Sprintstark und torgefährlich. Dieter Eckstein. Die Fans sind begeistert. Und wer waren die Größten an diesem Nachmittag? Richtig, die Nürnberger. Nur das Jubel muss Ari Hahn mit seinen Spielern noch üben. Dieter Eckstein links kann es bestätigen. Aua! Wenn man so lange nicht mehr gejubelt hat, verlernt man sowas natürlich auch. Aber es war nicht so schmerzhaft, wie es ausgesehen hat, Dieter. Ne? Nee, also der Schmerz ist da untergegangen, auf jeden Fall. Ja.
Es war toll, es waren 19.000 Zuschauer, glaube ich. Charlie, das bei diesem Wetter, man muss sagen, ihr habt im Grunde genommen die Fans immer wieder, ihr müsst nur die Leistung bringen, dann ist alles erledigt. Ja, ich glaube, das Nürnberger Publikum, das ist eh eins der besten und ich habe das schon 2 Jahre mitgemacht und das war ein Grund, wieso ich wieder gewechselt bin. Ja. Wir sollten nochmal auf diese wirklich rüde Attacke zu sprechen kommen. Ich schließe mich da meinem Reporterkollegen völlig an. Das muss man eigentlich härter bestrafen. Und da haben Sie, glaube ich, auch klein nach dem Spiel gesagt, da muss der Schiedsrichter durchgreifen. Da gibt es keine Alternative dazu. Ja, ist ja ganz klar. Ich habe ja nichts dagegen, wenn man hart spielt, wenn man im Kampf um den Ball ist. Das ist ja, das gehört ja dazu beim Fußball. Aber wenn man vorsätzlich fault und der Schiedsrichter steht 10 Meter daneben und man hat es ja jetzt ganz deutlich gesehen, da ist mir ja mit dem Knie in den Unterleib und in die Leiste hat man da getreten und das ist hat weder und ich habe eigentlich befürchtet, es wäre schlimmer. Gott sei Dank ist kein Riss, sondern nur eine starke Zerrung, aber sowas müsste halt besser geahndet werden. Das heißt, und darauf warten natürlich jetzt die Fußballfans, wann kann der Charlie Dorfner wieder spielen? Ja gut, ich werde jeden Tag behandelt, ich bekomme jeden Tag Spritzen und bin jeden Tag beim Arzt. Ich hoffe, dass es in ein paar Tagen wieder geht, ich muss mal schauen, ich fange Donnerstag wieder mit dem Training an. Und vielleicht geht es Samstag schon, aber Samstag ist natürlich sehr früh. Ja. Also mein Ziel ist das Heimspiel gegen Leverkusen. Also wenn man Ihre Verletzungen so anguckt, ich habe es mir mal aufgeschrieben, das hört sich an wie der Tagesbericht eines Orthopäden im Großhadener Krankenhaus. 2 Meniskusoperationen, eine Knieoperation, ein Muskelbündelriss, eine Notoperation an der Wade, damals ganz wichtig, kann ich mich erinnern, wäre fast die Karriere zu Ende gewesen, 2 Außenbandrisse. Verliert man dann nicht irgendwann einmal die Lust? Und da kommt sowas noch, gleich beim ersten Spiel, dann sagt man sich doch, man ist ja nur noch ein Tier, das gejagt wird. Nein, so ist es nicht, dass ich gejagt wäre, aber es ist halt so, ich will nicht sagen, dass ich ein besserer Spieler bin wie andere, aber ich bin halt auf dem Boden, habe ich halt vielleicht ein bisschen einen Vorteil durch mein Leichtgewicht, dass ich ein bisschen wendiger bin und das hat man gesehen, ich bin da an dem vorbei und der zieht die Notbremse und dann müssten halt solche Spieler doch ein bisschen mehr geschützt werden und es gibt halt Sachen, wenn man mal ein bisschen meckert, wenn man mal ein Handspiel macht, da gibt es sofort die gelbe Karte und dann machst du eine Kleinigkeit, dann fliegst du vom Platz und bei dem, da müsste halt mit anderen Maßstäben gemessen werden. Das war ein vorsätzliches Foul und das ist ein normaler Platzverweis. Also ich hätte da schon die rote Karte gegeben. Ja, vielleicht schaust du schließlich da an und beim nächsten Mal macht das dann. Ich hoffe, der schaut es gut an. Anders. Dann ist der Sergio ja auch einer, der sehr schnell auf den Beinen ist. Ein eher filigraner Spieler, der zum ersten Mal auf dem Schneeboden gespielt hat. Das war ihm bislang völlig unbekannt. Wie war denn das Gefühl, so auf Schnee zu spielen, Sergio? Me pareció un poco difícil, ¿no? Ja, das war schon reichlich schwierig. Aber ich glaube, im Laufe der Zeit werde ich mich daran gewöhnen. Ich hoffe, dass doch langsam mal die Sonne wieder scheint. Es wird noch ein bisschen dauern bei uns, das muss ich Ihnen leider sagen. Aber Sie haben ja auch bei diesen Verhältnissen nicht schlecht gespielt. Bueno, yo creo que... Realmente tendría que haber dado más, ¿no? Pero, ich könnte vielleicht noch mehr geben müssen, aber trotzdem habe ich mich gefreut über den Erfolg. Nun weiß man, Sie sind in Argentinien erst kürzlich gewählt worden zum Stürmer des Jahres, haben 7 Tore gemacht in der Hinrunde für Ihren Verein, der immerhin an dritter Stelle liegt in der argentinischen ersten Liga. Was hat Sie denn veranlasst, nach Nürnberg zu gehen? Bueno, porque se me dio la oportunidad de jugar el europeo, creo que es importante. Fußball zu spielen, das ist ja auch sehr wichtig. Simplemente lo pensé en mi carrera y realmente, realmente ahora estoy muy contento porque la gente me trató muy bien. Die Leute behandeln mich auch sehr gut. Welche Karriere schwebt Ihnen denn so vor? Dieses Mini Maradona, hören Sie das gerne oder eher weniger gerne? No, simplemente soy yo. Ich bin ich. En este momento quiero dejar todo en Nürnberg. Ich möchte also wirklich alles geben für Nürnberg. Ich hoffe, dass der Club durch mich auch mit aufsteigt. Mhm. Auf die Mädchen kommen wir gleich zu sprechen nochmal. Das ist ja auch ein wichtiges Thema, das derzeit diskutiert wird in Nürnberg. Aber die beiden kennen sich da ein bisschen aus, der Charlie und der Dieter. Aber wir wollen über was anderes reden. Wollt ihr noch was sagen zu dem Thema gleich, spontan? Ja, ich meine, wir sind alle Seiten offen, ne, Sergio. Was raus muss, muss raus. Okay, wird ein paar Probleme geben. Nein, nicht unbedingt. Nein, kriegt keine Probleme. Dieter, es ging ja damals von Nürnberg nach Frankfurt nicht einfach so, weil Holger Klemme gesagt hat, da gibt es gutes Geld zu verdienen, sondern damals hat die Atmosphäre auch nicht so gestimmt. Was ist denn jetzt anders in der Nürnberger Mannschaft? Ja, was ist anders? Zum Vergleich von Frankfurt muss ich sagen, in Frankfurt, wo ich damals gewechselt bin von Nürnberg nach Frankfurt, der Verein in Frankfurt ist ein bisschen professioneller geführt, ne? Also das Ganze drumherum. Und ich muss sagen, die 2 Jahre, wo ich jetzt in Frankfurt war, also haben mir persönlich sehr gut getan. Ich habe viel dazugelernt.
Und damals lief es in Nürnberg halt eben, das war gerade das Gegenteil. Ne? Es war eine bisschen zusammengewürfelte Mannschaft, es lief nicht sportlich und so. Und damals war halt dann der Entschluss, nach Frankfurt zu gehen. Und ich muss aber sagen, ich habe es nie bereut. Wie ist denn so der erste Eindruck, den man von Ari Hahn hat? Ein Mann, von dem man ja weiß, er muss was drauf haben, er hat Erfolge gehabt. Was sind so die ersten Eindrücke? Ja, also mein Eindruck war positiv. Also er ist ein lockerer Trainer, muss man schon sagen. Er hat selber jahrelang selber Fußball gespielt und das merkt man auch. Wenn er mittrainiert, wegen mir wie heute zum Beispiel, wenn man ein kleines Trainingsspielchen gemacht, da war in der gegnerischen Mannschaft, da kann bei ihm von mir aus das Trainingsspiel 2 Stunden gehen, er will halt gewinnen. Da ist er beim gegnerischen Mannschaft, lässt er so lange spielen, bis seine Mannschaft gewinnt oder wegen mir aus drankommt. Und das finde ich halt gut, ist halt alles locker drauf, lacht, hat immer einen Witz drauf und das fehlt halt in einer Mannschaft wie Nürnberg, so einen Trainer zu haben, das ist ganz gut. Ja, der Charlie kommt ja wirklich von einer Spitzentruppe, dem FC Bayern, mit Jupp Heynckes. So, was sind da so die Unterschiede jetzt, die man so ganz vordergründig empfindet, wenn man nach Nürnberg zurückkommt? Also ich muss sagen, ich tue da keinen Vergleich anstellen, FC Bayern oder 1. FC Nürnberg. Wie ich den Vertrag in Nürnberg unterschrieben habe und wie ich den ersten Tag da war, habe ich gesagt, ich bin jetzt für Nürnberg da und ich sage jetzt nicht, wie das beim FC Bayern war oder wie das beim Club ist. Also das ist uninteressant, das Thema ist abgehakt. Mhm. Aber dieses Duo, das ja damals schon Erfolg war, Dorfner, Eckstein, das ist ja auch das, auf das ihr beide baut. Ich meine, der eine ist vom anderen abhängig. Der Dieter natürlich noch ein bisschen mehr von Ihnen als Sie vom Dieter, weil Sie sollen ihm ja die Pässe geben. Aber das ist ja das, worauf die Zuschauer auch bauen, ne? Diese Harmonie zwischen Ihnen beiden. Ja klar, wir haben ja 2 Jahre zusammen gespielt und wir haben ja damals eigentlich unsere schönste Zeit gehabt mit FC Nürnberg. Und ich hoffe, das lässt sich alles ein bisschen wiederholen und ich war eigentlich sehr dafür. Ich bin ja eher gekommen wie der Dieter und ich habe mich schon sehr eingesetzt dafür, dass wir wiederholen. Ja. Mit Ihnen ging es ja los, der große Ausverkauf im 1. FC Nürnberg. Dann kam ja der Dieter Eckstein und der Jörn Andersen und der Stefan Reuter und Grahammer. Es hat so ein bisschen den Eindruck, als würde man alle wieder zusammenholen. Also hört man schon so ein bisschen was, dass der Stefan jetzt bald kommt und der Roland und dass er wieder die alte Truppe. Ich frage einfach, ne? Es ist, wäre denkbar, Dieter. Ja, da fehlen aber noch ein paar Spieler. Da fehlt der Norbert Wagner, fehlt noch, der Rainer Geier fehlt noch. Ja. Natürlich, das ist eine Riesensache, wenn wir alle zusammenholen, aber das ist eine Sache, die ist. Das kann man nicht vorstellen. Nee, das ist nicht realistisch. Also, der Stefan Reuter, kann man nicht vorstellen, dass der Stefan Reuter jetzt, weil er am Club hängt oder vielleicht noch sein Herz am Club hängt, von München rausgeht und nach Nürnberg wieder kommt. Nur weil er. Nicht nach Turin geht, beispielsweise. Ja, das ist halt sein Problem. Aber so wie ich ihn kenne, wahrscheinlich nach Turin gehen. Mhm. Der Sergio kennt die alle gar nicht mehr, ne, von dem wir jetzt gesprochen haben. Er kommt völlig unbelegt zum 1. FC Nürnberg. Haben Sie eigentlich vorher schon gewusst, wo Nürnberg liegt, geografisch? Nein, sehr wenig. Ich habe da nur von dem FC gehört, aber ich freue mich aber, ihn kennengelernt zu haben, Nürnberg kennengelernt zu haben, den Club kennengelernt zu haben. War das ein ganz spontaner Entschluss von Ihnen zu sagen, ich gehe nach Nürnberg oder hatten Sie auch noch andere Angebote von italienischen Clubs, von spanischen beispielsweise? Angebote nicht, aber es waren wohl schon Gespräche. Das einzig wirklich oder das konkreteste Angebot war Nürnberg. Und so eine Gelegenheit nach Europa zu kommen, die wollte ich doch nutzen. Das war immer mein Traum gewesen. Noch einmal zu den Mädels, weil das kursiert ja nun in Nürnberg ein bisschen. Gell? Wir wollen das ja nicht vertiefen, aber müssen einfach noch ganz kurz. Morgen kommt Ihre Freundin, wenn ich das richtig gelesen habe, und dann ist die Sache wieder im Lot. Stimmt das? Nein, kommt nicht. Nein, ich. Fehlmeldung, kommt nicht. Freundin, kommt nicht. Kommt ein bisschen später. Meine Mutter und mein Bruder kommen. Prima. Ich wünsche Ihnen, dass es bald wärmer wird, dass die Sonne kommt, dass der Schnee verschwindet. Dass Sie weiterhin Tore für den 1. FC Nürnberg schießen. Ich meine, das erste Tor, das Sie gemacht haben, das war ja schon vom Feinsten, das war mit der Sohle. Ja, hoffentlich kann ich auch weiter Tore schießen und hoffentlich gewinnt das Team weiter. Das hoffen wir alle. Ja. Der 1. FC Nürnberg war ja nun wirklich in der letzten Zeit ganz schwer in Gefahr, total abzusacken. Das ist der erste Schritt jetzt gegen Wattenscheid. Jetzt kommt das nächste Spiel in Uerdingen. Ich meine, es sind nur 17 Spiele, aber ihr seid immer noch auf dem Abstiegsplatz, ne? Dieter. Na klar, es sind wir immer noch auf dem Abstiegsplatz, aber ich habe vorhin schon gesagt, das ist die gleiche Situation wie damals, wo der Club 1-19 Punkte geholt hat. Dann sind wir in die Rückrunde gestartet in Mannheim, haben 1-0 gewonnen, dann in Kaiserslautern 3-0 gewonnen. Und dann sind wir da unten rausgekommen und zum Schluss waren wir auf dem 12. Platz gestanden. Und wenn es so weitergeht, ich hoffe natürlich, dass der Hansi spielt am Samstag. Es
ganz wichtig, weil der Jörg Dittwer und der Martin Wagner gesperrt sind wegen der vierten gelben Karte. Aber ich habe keine Angst. Ich glaube schon, dass wir da unten locker rauskommen. Und hoffentlich kann gespielt werden. Ich habe gehört, dass für morgen alle Partien ausgefallen sind, die also angesetzt waren. Und ich habe auch gehört, dass Wattenscheid diesen Protest zurückgezogen hat, der in meinen Augen ohnehin unsinnig war. Protest gegen das Spiel, weil die Wattenscheider zu spät kommen. Dummer Protest. Charlie? Ja, ich glaube, das ist überflüssig. Weil wenn man zu spät anreist, dann finde ich es mir selber schuld. So ist es. Man muss mit allen Möglichkeiten rechnen. Mit euch rechnen wir ganz stark bei den nächsten Spielen. Ich bedanke mich herzlich. Grüße nach Nürnberg an die Mannschaft. Toi, toi, toi. Drücken wir Daumen.